wir beginnen wieder eine Folge Stoneheart mit einem kleinen Kampf, der nicht der Rede wert war. Ein Kampf, der ziemlich schnell vorbei war. Hier bei mir, bei Zigero, bei unserer Stadt U-Town, der, ich denke, ziemlich gut wachsenden Stadt auf YouTube hier von Stoneheart. Alles manuell selber gebaut, alles. Auch diese Mühle, auch dieses Ingenieurshaus, die ganzen kleinen Bauten hier. Fliegen wir einmal nochmal so rum. Gucken uns alles an. Wie gesagt, ist alles manuell selber errichtet worden. Und ich denke, wir können ziemlich stolz darauf sein. Was wir jetzt in dieser Folge machen, ist ein bisschen anders als das ständige Mauerbauen. Klar, unsere Mauer hier oben, die wir schon geplant haben, der Rohbau, der steht ja schon. Diese Mauer werden wir natürlich, so wie es aussieht, bald in Auftrag geben. Aber, was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir die gesamten Gegenstände, die wir aufgrund unserer militärischen Aktivitäten hier im Umfeld einsammeln sollten, auch wirklich einsammeln müssen. Das sind hier oben die ganzen Gegenstände, hier, hier unten. Und das möchte ich, dass das jetzt durchgezogen wird seitens unserer Siedler, die hier halt jetzt erstmal sich um das ganze Holz kümmern und dann hoffentlich nach und nach die ganzen wichtigen Gegenstände aufnehmen, die zu looten sind. Was ich auch will, ist diesen summenden Baum eigentlich, wenn es jetzt bei Tag wird, auch mal fällen. Das können wir auch mal in Auftrag geben. Zusätzlich möchte ich dann unsere Jungs hier im Umkreis aufpassen lassen, wenn das jetzt passiert. Wir müssen mal gucken, wie es funktionieren wird. Da wir auch einiges in Auftrag gegeben haben, gucken wir mal, dass wir hier Zäune an der Weide ein bisschen aufbauen. Und jetzt wurde der Baum gefällt. Das Summen wird lauter. Oh wow, das war Glück. Aus dem Baum zu fallen, scheint sie betäubt zu haben. Kannst du dir die Folgen vorstellen, wenn sie es nicht wären? Lass uns diese Babys öffnen und die Früchte ernten. Was könnte schon schief gehen? Hinweis. Wähle den Bienenstock aus, um sie zu treten. Warum soll ich das machen? Wieso? Okay. Das Brummen beruhigt sich. Oh wei, das tut weh. Er hat jetzt ganz viele kleine Stiche hier. Okay. Ich habe nicht erwartet, dass sie so gemein sind. Das sieht doch gut aus hier, oder? Das wäre am... Ach. Okay. Naja, was sind ein paar Schmerzen und mögliche Anaphylaxie für das größere Wohl? Du hast sie wirklich hart getreten. Da ist nicht viel übrig geblieben. Schau mich nicht so an. Ich werde euch bringen, was ich retten kann. Bis bald. Oh Mann. Okay, ja. Das nenne ich eine Story-Entwicklung. Da ist er wieder da. Ihm geht es immer noch nicht so gut. Okay. Wie auch immer, ich schweife ab. Ihr solltet ein Bienenhaus bauen, so dass sich alle diese harte Arbeit auszahlt. Zwei betäubte Bienenköniginnen. Bienenhaus, Jack. Okay. Das kriegen wir hin. Ein Bienenhaus. Ist das denn... Wie soll ich denn ein Bienenhaus bauen? Ich baue das natürlich nicht jetzt an die Mauer, aber gibt es denn jetzt hier
irgendwelche. Das ist das Bienenhaus. Wer ist denn dafür verantwortlich, ein Bienenhaus zu bauen? Ah ja. Und er braucht betäubte Bienenkönigin. Ja, aber wir haben doch jetzt zwei. Oder müssen die eingesammelt werden und hochgebracht werden? Ich dachte, er hat gesagt, wir haben jetzt zwei Bienenkönigin. Ja gut, okay, lassen wir mal kurz alle weiter einsammeln und bauen dann dieses Bienenhaus. Guck mal kurz ins Stadtlager rein. Betäubte Bienenkönigin. Ich weiß nicht, wo ich das hier sehen sollte. Vielleicht unter Tiere. Gibt es hier Tiere als Lagerbestand? Nein. Okay, etwas kurios, diese Quest. Aber okay. Also hier haben wir Schafe. Die wurden jetzt auch schon geschoren. Jetzt haben wir auch die Wolle. Wir haben wieder ein paar Zäune. So, dass wir das hier alles vernünftig einzäunen können. Na, hier oben wurde schon was alles weggenommen. Hier müssen wir jetzt nur noch angeben, dass wir hier, dass wir das Holz gerne hätten, weil, mein Güte, also Ressourcen haben wir jetzt ja nicht zu verschenken. Hier wird eigentlich alles eingesammelt schon. Und hier oben sind sie gerade dabei, alles zu looten. Ich bin sehr gespannt auf das Langschwert, was wir hier finden. Oh, und wir haben noch mehr, was wir looten können. Dadurch können wir unsere Jungs auch aufleveln, indem wir hier oben dieses untote Häuschen, diesen Bereich platt machen. Die Bäume hier müssen wir auch fällen. So, haben wir das jetzt endlich? Haben wir jetzt hier fürs Bienenhaus die, ja, betäubte Bienenkönigin. Bienenhaus, dahin. Ich würde sagen, das setze ich dann hier hin. Neben den Carpenter, vielleicht hier. Oder hier vors Ingenieurhaus. Schauen wir mal, wir können auch nochmal die ganzen Büsche ernten. Okay, ich sehe gerade, dass der kleine Hase Hunger hat und auch unsere Tiere an sich. Wir sollten vielleicht mal Tierfutter herstellen. Das ist hier unten. Ich möchte eigentlich dauerhaft so 8 Tierfutter im Lager haben. Da kann unser Koch jetzt weiterarbeiten. Vielleicht sollten wir mal einen zweiten Koch ernennen. Jetzt haben wir ganz versäumt, wie wir hier angegriffen haben. Wir vertrauen schon unseren Leuten viel zu gut. Irgendwann rächt sich das. Naja. Sehen das jetzt mal nicht so schwarz alles. Wieder viele Gegenstände. Wir haben sogar Gold hier, einen Goldbarren. Wir haben die zwei Kerzen. Das finde ich gut. Zwei Kerzenständer. Die können wir dann auf unserem Friedhof anbringen. Ja, wir haben einen eigenen kleinen Friedhof. Und die Steine hier auch. Das wird alles ins Lager gebracht, sodass ich hier keine goldenen Dinger mehr sehe. Es wird alles gelootet. Und wenn alles gelootet ist, geht's weiter. So, mein lieber Carpenter. Wie sieht's denn mit dem Bienenhäuschen aus? Du bist dabei, hoffentlich. Okay, jetzt wird es wieder kritisch, weil wir wieder einen Angriff haben. Das passiert halt jetzt ziemlich häufig. Moment mal. Eigentlich habe ich jetzt erwartet, dass die Rübenschleuder schießt von hier oben. Ha, sehr gut. Habt ihr es gesehen? Klar wird die Rübenschleuder das
hier nicht win, aber die zieht gut ab und das ist doch eine coole Sache. Jetzt sind sie eh im Nahkampf. Können sie uns jetzt nicht mehr viel? Oh, 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 oh. Sie haben einen Weg gefunden. Nicht gut. Die laufen jetzt hier oben lang. Nee, alles gut. Bleib mal. Hier sind unsere Bewohner, sie drehen alle ein bisschen am Rad gerade. Ein Händler ist da, das ist super. Hier können wir mal schauen. Oh, eine Kochuniform, die holen wir uns auf jeden Fall. Brauchen wir denn sonst noch irgendwas? Nein, aber wir können doch bestimmt irgendwas verkaufen. Wir haben noch ein paar Schleudern. So, ein bisschen Bäume verkauft. Okay, hier oben entbrennt jetzt gerade ein kleiner Kampf, klar. Das war auch jetzt nicht anders zu erwarten. Ich hoffe, dass unsere Fernkämpfer hier mitwirken. Dass dieser große Troll jetzt hier platt gemacht wird, und zwar ziemlich schnell. Es wäre sehr ungünstig, wenn so einer jetzt hier uns den ersten Soldaten kostet, aber... Oh! So viel dazu. Es sind sogar zwei. Der sieht ein bisschen anders aus, oder? Ja, jetzt mal richtig ranzoomen hier. Hat der irgendwie mehr Schulterpanzerung? Ha. Okay. Der zieht auch ganz schön ab. Okay, kommen wir zurück. Der hält auch ein bisschen mehr aus. Kritisch, kritisch. Nicht sehr gut. Aber den haben sie jetzt. Was hat er fallen lassen? Stoffballen. Dann jetzt gleich auf den nächsten. Der Gärtner ist auch wieder mit dabei. Nur so als Info. Unser Kampfgärtner. Hat anscheinend auch jemanden platt gemacht. Ja, den Kampf haben wir gewonnen. Können wir sogar beschleunigen mal. Ja, und ich bin sehr angetan von unserer Artillerie. Das ist ja mal cool. Das einzige Problem ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob unser Ingenieur das Ding reparieren wird. Auf jeden Fall sollen jetzt anscheinend erstmal alle trinken. Alle haben Durst. Oh nein, wir verdursten. So. Unser verrückter, kleiner, letzter Troll. Ah, irgendwie müssen wir die doch bezwingen können. Ich meine, wir haben ja auch keine richtige Aufgabe zurzeit mehr. Klar, wir bauen jetzt das Bienenhaus und platzieren das dann auch eifrig hier mal. Es ist immer noch nicht fertig. Unser Carpenter konnte ja auch noch nicht arbeiten. Wir wollen jetzt ihn ja nicht hetzen. Aber ich hoffe, er kommt da jetzt mal ein bisschen zu. Ich bin ja schon stolz, dass hier die ganzen Gegenstände eingesammelt wurden. Das finde ich gut. Wenn sich mal ein Arbeiter dahin verirrt, kann er hier auch mal diesen Bereich wieder sauber machen und die Erde hier wieder platzieren. Ah ja, hier, der Ingenieur repariert. Sehr gut. Ich habe das ein bisschen gehört. Wir haben es leider zu spät gesehen. Und das Bienenhäuschen ist auch fertig. Können wir hier doch mal hinsetzen. Dann gucken wir, was passiert mit der Quest. Wenn wir das jetzt dann so geschafft haben. Mir hat sich ein hübscher Zaun verirrt. Der muss mal wieder weg. So. Bienenhäuschen ist gesetzt. Und wir können dadurch Honig ernten. Cool. Aber er hat uns doch zwei Königinnen gebracht, oder? Können wir doch noch ein Häuschen bauen. So. Ich möchte auch mal diesen Lattenzaun-Torbogen haben.
und danach soll Honig geerntet werden. Das ist unser erstes Fass Honig. Schön. Na, was meint ihr? Ah, hier liegt Hasenfutter. Ist ja cool. Jetzt brauchen wir nur noch Essen für die Schafe. Die Hölzer werden auch gekrallt und dann geht es hier oben gleich los mit dem Mega-Loot-Versuch. Und eigentlich, gut, wir haben uns jetzt darum gekümmert, dass der Baum gefällt wird. Hier unten wird der Dreckhaufen aufbereitet durch ihn jetzt hier. Das ist gut. Dann können wir, denke ich, wenn das hier oben gleich eingesammelt wird, als Auftrag diese Mauer halt erteilen. Und das wird wirklich der Bau des Jahrzehnts hier. Also das wird, meine Güte, wird das dauern. Da brauchen wir Holz, wir brauchen viele Steine, wir brauchen allgemein ganz schön viel Material. Da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Tägliche Updates schaffen wir immer noch nicht, das Essen. Das ist schade. Ich bin auch am Überlegen, das ist das Koch-Handwerk-Menü, ob wir nicht einen weiteren Koch ernennen sollten. Und der Kochlöffel wird, glaube ich, genau hier oben. Kochlöffel. So, und ein Koch kann, glaube ich, nur ein, helft mir mal, ein Farmer werden. Ja, genau. Das heißt, wenn einer der Farmer hier dann Koch wird, muss ein anderer dann den Farmer-Job übernehmen. Und wird hoffentlich hier dann ziemlich gut auch alles ernten. Oh, ich sehe, hier unten haben wir ja noch gar nicht das zu Ende gebaut. Ja, da können wir jetzt ja mal diesen Torbogen hinsetzen. Oder was meint ihr? So, hier. Und hier geht der Zaun weiter. Das ist doch cool. Mal gucken, wie das gleich aussieht. Wir haben eine hübsche dekorative Vase. Wo stellen wir die denn mal hin? Da. Da kommt sie. Aber die Vase wird... Ach gut, die kann gar nichts fassen. Das ist gut. Und hier ist unser Torbogen. Na, wie sieht das aus? Cool, oder? Ich finde auch. Können wir sonst noch irgendwelche Gegenstände loswerden? Das klingt so, als wollen wir sie hier nicht haben. Hier muss noch ein Zaun dazwischen. Dann ist der Bereich auch fertig und wir brauchen, glaube ich, mehr Lagerplatz für Nahrung. Bis wir ein weiteres Nahrungsgebäude gebaut haben, müssen wir wohl oder übel hier ein Nahrungslager eröffnen. Und wir können anscheinend endlich mal hier ein bisschen was craften lassen durch unseren Weber. Der hat ja ganz schön viel Materialien, so wie es aussieht. Und warum nicht mal ein paar Sachen herstellen, die wir jetzt so nicht brauchen, wie zum Beispiel 20 hiervon. Ich hätte gern dauerhaft im Lager eigentlich so 8. Da kann man das auch rausnehmen hier. So. Das auch, das auch. Wenn er davon jetzt immer 8 herstellt, können wir hier auch 8 von bauen und hier 5. Das heißt, jetzt hat er ein bisschen zu tun und danach können wir uns dann darum kümmern, dass wir hier ein bisschen weiter bauen, vielleicht mal so einen schönen Wandteppich erstellen. Ach, cool, hier unten sieht man immer, ob die Bienen damit noch beschäftigt sind.
cool. Aber den Honig können sie trotzdem ernten. Es wird hier auch fast alles jetzt eingesackt an Sachen. Und so wie es jetzt aussieht, können wir hier den Zaun zu Ende bauen, oder? Ja, einen Doppelzaun gibt es dann halt. Mein Gott, ist ja egal. Hier unten kommt noch einer ran. Und mit dem sehr guten Stand unserer Siedlung, die zwar derzeit nicht jetzt an Bewohnern zugelegt hat, aber wenn wir dann anfangen, noch vielleicht einen Bauern mehr und einen Koch mehr zu erschaffen, dass das alles hier eine schöne Arbeit ergibt, würde ich sagen, danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Euer Zigero wieder mal. Bis denn. Ciao.